Servus Freunde, wir starten in Woche 4. Ihr seht schon, mir geht's nicht so gut. Ich habe auch meine Haare nicht gemacht und nichts. Ich bin heute auch, habe mich auf der Arbeit krank gemeldet. Gestern Abend nach dem Feuerwehreinsatz, als ich meine Stiefel ausgezogen habe und wieder hoch bin, habe ich gemeint, mich haut's gleich um. Hatte ich da schon so Schwindelanfälle. Als ich dann daheim war, mich ins Bett gelegt habe, hat es auch alles gedreht. Heute früh habe ich ja dieses Video mit der Waage für euch gedreht. Dazu muss ich mich ja auch bücken und hoch. Und seitdem ist mir auch die ganze Zeit schwindelig. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo es herkommt. Kommt es von zu wenigem Essen, was durchaus möglich sein kann? Ich habe jetzt zusätzlich noch eine Erkältung. Gestern habe ich schon gemerkt, dass es ein bisschen anfängt. Ja, und eigentlich wollte ich heute ja zur Boosterimpfung gehen, ja. Die kann ich jetzt absagen, weil mit Schwindel und Erkältung macht es, glaube ich, sehr wenig Sinn. Und deswegen werde ich mich jetzt dann erstmal wieder ins Bett legen und eine Runde schlafen oder ein paar Filmchen heute auf Netflix schauen. Einfach mal, dass ich liegen bleibe. Das fällt mir immer sehr schwer. Ich bin immer on Tour, mache immer irgendwas. Aber heute muss ich mich einfach mal ruhig stellen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Allgemein ist jetzt die Weihnachtswoche. Ich denke, ich werde an Weihnachten ordentlich essen und auch am ersten Weihnachtsfeiertag, weil ich glaube, es ist einfach zu wenig, was ich esse. Der Körper muss jetzt mal wieder ein bisschen zu Kräften kommen. Wir sehen uns dann irgendwann. Servus Leute, wir haben jetzt Mittwochabend und mir ist immer noch, jede Stunde oder so, wird es mir immer noch so richtig schwindelig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am zu wenig Essen liegt, weil ich habe heute eigentlich echt einiges gegessen, viel getrunken und so. Und das ist halt immer noch, deswegen werde ich jetzt mal morgen zum Arzt müssen, das hilft ja nichts, ne? Immer wenn man so eine Diät macht, kommt irgend so ein Scheiß dazwischen, auch wenn man richtig gut drinnen ist. Mashallah, mir geht's immer noch schlecht. Also, heute ist, merkt ihr, mein Kopf ist Matsche. Heute ist Donnerstag. Seit vorgestern Abend habe ich diese Schwindelanfälle. Und gestern habe ich echt mal den ganzen Abend oder den ganzen Tag gechillt und es hat nichts verändert. Deswegen habe ich jetzt heute einen Arzttermin. Da gehen wir dann mal hin und dann gucken wir mal, was es ist. Gestern habe ich Corona-Test gemacht, das war schon mal nett. Vielleicht mache ich heute noch mal einen, mal gucken. Und ja, am Essen kann es glaube ich nicht liegen. Ich habe so viel gegessen gestern und so viel getrunken, dass sogar in der Früh meine Pisse noch glasklar war. Daran kann es nicht liegen. Mal schauen, was es ist. Servus miteinander, ja. Unschwer zu erkennen, wir haben, wo ist er? Da. Weihnachten und mir geht's wieder besser. Gott sei Dank, seit gestern Abend geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Das war nicht schön mit dem Schwindel. Weil aber heute Weihnachten ist, machen wir heute einen ruhigen. Heute gibt Pork Belly Burnt Ends. Ich zeige euch später wieder ein paar Ausschnitte, damit ihr auch geil werden könnt. Das ist nämlich was Leckeres. Das ist was richtig Leckeres, sage ich euch. Die Diät hat jetzt mal 3-4 Tage ausgesetzt, weil es einfach gesundheitlich nicht so gut ging. Macht aber nichts, wir machen dann weiter. Passt schon. Guten Morgen zusammen, hey. Gestern war der erste Weihnachtsfeiertag, vorgestern war Weihnachten. Es gab richtig gute Sachen, auch vor allem gestern haben wir Wraps gegessen. Das war aber auch das Einzige, was ich an dem Tag gegessen habe.
Somit sind jetzt 2 Tage raus aus der Woche, wo ich ordentlich gegessen habe. Und heute habe ich vor, mal 15 Kilometer zu marschieren. Wir gucken mal. Es regnet schon die ganze Zeit. Vielleicht lässt es ein bisschen nach. Das wäre echt gut. Und dann sehen wir uns auf der Strecke wieder, wenn alles gut geht. Servus miteinander. Also wir sind on the road. Kilometer 2 haben wir jetzt am Start. Ja, gucken wir mal. Ich fühle mich echt gut. Ich bin auch gut aufgeladen von den ganzen Weihnachtsessen. Kein bisschen schlapp, mir geht es auch wieder gut. Ich habe keine Schwindelanfälle mehr, das ist auch sehr, sehr gut. Ich denke, so kann es weitergehen. Geplant ist es jetzt die Woche, dann auch mal wieder noch ein HIIT-Training zu machen. Und wie ihr seht, habe ich wieder mein Handy am Start. Bin irgendwie nicht so zufrieden mit der GoPro, muss ich sagen. Mein Handy schritt der GoPro in nichts nach, außer vielleicht in der Größe. Aber man hat es ja eh dabei, ja. Weiß ich nicht. Bin noch am überlegen, ob ich sie wieder verkaufe. Hat mich persönlich nicht überzeugt. Als Actioncam bestimmt cool. Aber so für Wandern und so, ja, weiß ich nicht. Na? So, schaut mal hier. Wunderschöne Umgebung. Man sieht es hier gar nicht so. Aber hinter uns ist Taubertal. Hab jetzt auch so eine Wander-App mir geholt. Da habe ich einen sehr guten Tipp bekommen von euch auf Instagram. Und Komoot oder so irgendwie heißt die. Und die hat hier ein paar schöne Wanderrouten. Und die werde ich jetzt mal ein bisschen austesten. 13,3 Kilometer soll diese Strecke hier haben. Und ich laufe dann so lange halt, bis ich 15 habe. In einer Woche will ich dann mal 20 Kilometer laufen. Da mache ich dann ein extra Video dazu. Auch was ich jetzt für Ausrüstung nutze und so. Auch interessant hier. Ihr seht ja das Gelände. Hier geht es links von mir steil hoch und rechts von mir steil runter. Da muss ich dran denken, hier hatten wir mal einen Feuerwehreinsatz. Und zwar ist da nachts ein Mädchen gefunden worden, beziehungsweise war mit ihren Freunden unterwegs. Die sind hier rechts abgestürzt. Ich meine, das war nachts um 1 herum oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Und da hatte ich mich schon gefragt, wie kommt man eigentlich hierher? Die haben bestimmt auch die Wander-App benutzt. Nee, aber dem Mädchen geht's gut, Gott sei Dank. War ein bisschen eine Plagerei, die hier hochzutragen, aber machen wir doch gerne. Aber erinnert einen so irgendwie an die Geschichte da nachts, wenn man jetzt hier läuft. Alles klar. Dann schauen wir. Ich melde mich später wieder bei euch. Haut rein. Ciao. Dass es hier lang geht, ist doch merkwürdig, oder? Das kann ich mir aber nur schwer vorstellen. Aha, so. Na, das sieht mir doch nach einem schönen Plätzchen aus, oder? Fühl ich, sehe ich mich. Warum gehe ich hier nicht auf die Jagd? Komisch, oder? Schaut mal, was ich da gefunden habe. Das ist doch toll. Oh, guck mal, guck an. Ein Frischling. Sehr schönes Schild. Servus. Der Papa lebt noch. Wir haben jetzt 6 Kilometer. Und ich merke an den Füßen noch gar nichts. Die neue Schuhwahl ist also perfekt. Ist zwar im Gelände ein bisschen schwierig mit Laufschuhen, aber es reibt nichts. Weder reibt was, noch tut mein Schienbein weh, noch meine Wade, noch wird irgendwas taub, so wie normalerweise. Ja, also von dem her, alles gut. Man hat hier auch ein bisschen Navi-Herausforderung, merke ich. Aber was ich euch empfehlen kann, für alle Sportmuffels, geht einfach wandern, viel, viel wandern. Mit extrem hoher Geschwindigkeit, dann ist es auch anstrengend und es macht einfach Spaß, oder? Also mir macht es gerade richtig Spaß. Kann ich euch nur empfehlen. Ich merke auch, wie meine Haltung immer aufrechter wird. Im Sitzen, im Gehen. Also es tut den ganzen Bewegungsapparat stärken und das finde ich sehr stark, das ist mir aufgefallen. Ein Schmodder schon wieder hier am Start, egal. Und es ist so wunderschön bei uns. Jetzt wohne ich hier seit 31 Jahren und war noch nie hier. Und es ist so schön hier. Unfassbar, ey. Entdeckt eure Umgebung, sage ich nur beim Wandern. Ey, das ist total schön.
Naja, wird schon halten, ne? Der nächste umgefallene Baum. Und wieder einer. Was ist hier? Das ist ja lebensgefährlich. Alter. Boah, Leute. Das ist ein ausgeschilderter Wanderweg. Guckt euch das mal an. Ja. Nice. Alter, ich habe keinen Hindernislauf gebucht, Junge. Hab drüber. Boah, fein, langsam. Vater muss auch mit drüber. Halt, halt, halt. Boah. Hoppa. Woo. Bin ich ein echter Gangster oder bin ich ein echter Gangster oder was? Bezwungen. Übel der Bezwinger. Oben. Hoppa, jawohl. Papa, feini. Also ich sag's euch, ne? So Kletterscheiße mit Höhe wäre nichts für mich. Da hätte ich jetzt eher weniger Spaß dran. Aber hier ist der Klettergarten. Scheinbar. War ich auch noch nicht. Werde ich aber auch nie reingehen. Ja, ja. Ich meine, ich würde da schon durchkommen, glaube ich. Aber auch nur, wenn es sein muss. Aber Spaß hätte ich keinen. Dafür gebt euch dieses Panorama von Rothenburg. Wenn ich sowas immer sehe, Leute, das ist das, warum du wandern gehst. Das ist genau der Grund. Für so einen Ausblick. Und wenn ich Rothenburg immer so aus der Ferne sehe, muss ich mir immer vorstellen, wie das damals im 30-jährigen Krieg war, wo die Truppen auf dieses Rothenburg zumarschiert sind und sich gefragt haben, krass, das wollen wir jetzt einnehmen. Hohe Mauern, Schießschatten, unten drunter ein Tal, man kommt gar nicht wirklich hin, Tod unter Umständen. Was müssen die Männer da gefühlt haben, wo die da drauf zugelaufen sind, oder? Oh, das war noch richtiger Krieger, ey. Tagelang unterwegs, nicht hier mal so 15 Kilometer. Nee, tagelang mit schwerem Gerät, wenig Essen, schlechter Kleidung. Und dann sehen die so eine Stadt und wollen da rein. Krass, oder? Verrückt. Und das meistens wegen dem Glauben. Alles immer wegen dem Glauben. Ja, Rothenburg war evangelisch und wollte sich als freie Reichsstadt nicht unterdrücken lassen und den katholischen Glauben sozusagen annehmen. Und wurden dann vom Tilly, Feldherr Tilly, der einige Städte eingenommen hat, tagelang belagert. Ja. Ich könnte euch noch viel darüber erzählen, aber es ist eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht mal ein anderes Mal. Was mir immer Skurriles passiert, oder? Läufst in den Wald, schauen dich zwei ganz nette Herrschaften an mit ihren zwei Ziegen. Waren die mit Ziegen unterwegs, Alter? Leute, gibt's richtig schön fein rausgeschniekelte Sonntagsziegen waren das, zwei Stück. Die haben auch besser gehört als Kogan. Der hat gepfiffen, Ziegen alle bei Fuß und los geht's. Hey, servus Leute, also ich bin durch 16 Kilometer in 2 Stunden 43. Und 1384 Kalorien, meine ich, waren es, was ich jetzt verbraucht habe. Es lief echt gut. Ich muss sagen, so ab Kilometer 14 hat mir dann der Fuß wehgetan, der mir normalerweise schon in den Bergstiefeln ab Kilometer 2 wehtut. Oder was heißt weh? Hat ein bisschen gezogen, es war noch nicht so schlimm. Ich hätte noch weiterlaufen können, glaube ich. Aber lieber langsam steigern, bevor man sich jetzt was kaputt macht und dann gar nicht mehr machen kann. Deswegen nur 16 Kilometer. 2 Stunden 43, Zeit ist gut. Ich glaube, durchschnittliche Pace war irgendwas um die 10 oder sowas. Könnte man auch schneller, aber es ging auch viel berghoch und bergrunter. Ist halt Taubertal, ist halt keine gerade Strecke, aber läuft, ich bin zufrieden.
Servus Leute, heute ist noch ein Rehburger übrig und heute gibt es dann dieses eine Burger Patty mit Salat. Da wird nichts weggeschmissen. Servus miteinander, also heute haben wir Dienstag, einen Tag vom Wiegetag in der Früh und ich bin mal gespannt, ob ich in der Weihnachtswoche zugenommen habe. Oder zumindest das Gewicht halten konnte. Ich glaube nicht, dass ich abgenommen habe, weil ich habe echt viel gegessen. Also für eine Diät viel. Ich hoffe, dass ich das Gewicht halten konnte. Dann haben wir schon mal gewonnen. Und ja, die Ärztin hat mir da auch geraten, meinen Energievorrat etwas aufzufüllen wegen dem Schwindel und so weiter. Macht ja auch Sinn. Deswegen habe ich da relativ gut gegessen für eine Diät, würde ich mal sagen. Wenn keine Diät wäre, hätte ich natürlich noch mehr gegessen. Aber wir gucken mal, was da morgen rauskommt. Ich bin echt ultra gespannt. Gestern war ich dann auch noch beim Orthopäden, um mal nachzuschauen, was mit meinen Füßen so ist, damit ich Einlagen bekomme, ja, für den 100-Kilometer-Marsch. Und er hat mir Einlagen verschrieben, das ist perfekt. Und der Schuhmacher hat aber noch nicht auf, der hat bis zum 7. geschlossen. Also, schauen wir mal. Servus miteinander. Heute hat mich ein wundervolles Paket erreicht. Ich zeige euch mal kurz von meiner Schweizer Liebschaft. Die Liebschaft, die ich neben der Gina habe, deswegen auch in der Schweiz. Und guckt es euch mal an. Wenn dein Kumpel an dich denkt in der Diät, dann kommt das dabei raus. Freut mich natürlich riesig. Ich würde am liebsten eine ganze Schachtel leer fressen. Oder? Servus miteinander, ey. Ihr habt es gerade gesehen. 91,9. Letzte Woche waren es 92,2 und das über Weihnachten sogar noch was abgenommen. Ja, also es geht schon, wenn man will. Und Leute, ich habe ziemlich viel gegessen. Ihr habt es ja gesehen im Video, ne? Also, wir sind weiter auf Zielkurs, trotz Weihnachten. Ja, die Woche ist also damit rum. Woche 4 beendet. Ja, ist schon geil, wenn es funktioniert. Oder? Ist schon geil.